Dieser Button hier ist interessant, wenn Sie im Layout arbeiten. Ja, nehmen wir an, Sie sind jetzt hier im Layout-Bereich und wollen schnell was im Modellbereich ändern. Dann können Sie einfach hier umschalten auf Modell und jetzt sind Sie quasi, schauen Sie quasi durch Ihr Ansichtsfenster im Layout-Bereich auf Ihr Modell. Dann können Sie an Ihrem Modell Veränderungen vornehmen und wenn Sie dann wieder raus wollen, schalten Sie einfach hier dann wieder auf Papier um, sind Sie wieder auf dem Layout-Bereich, ja, und können jetzt quasi an Ihrem Layout Änderungen vornehmen. Das kann man natürlich auch mit Doppelklick machen. Doppelklick aufs Ansichtsfenster, dann sind Sie auch im Modellbereich und Doppelklick daneben sind Sie wieder im Papierbereich. Ja, also wer will, kann das auch ausblenden. Manchen ist das ganz recht so, weil manchmal ist das mit dem Doppelklick nicht möglich. Also es gibt, glaube ich, Konstellationen, mir fällt es jetzt auf die Schnelle nicht ein, dann ist das mit Doppelklick nicht so einfach. Und da ist das ganz praktisch, wenn Sie das hier unten umschalten können, zusätzlich. Ja. Also ich habe das immer mit an und weil ich, wie gesagt, es gibt, glaube ich, Konstellationen, wo es mit dem Doppelklick nicht so einfach geht. Und dann ist das hier dann ein praktischer Ausweg. Aber ich muss gestehen, ich habe es nicht, ich weiß im Moment nicht, welche das gewesen ist. Aber ja, lassen Sie es einfach an, wenn Sie den Platz haben, wenn Sie in Situation kommen, dann werden Sie das vielleicht auch nicht daran erinnern und können es dann auch hier entsprechend umschalten. Wie gesagt, ich mache es in der Regel mit Doppelklick, sofern es geht. Also Doppelklick ins Ansicht, daneben heißt Papierbereich, Doppelklick in Ansichtsfenster heißt Modellbereich. Ich glaube, der Doppelklick funktioniert nicht, wenn es gesperrt ist oder so. War das so? Oder irgendwas war da? So, mal raus. Geht eigentlich. Ach so, ja genau. Wenn Sie jetzt hier reingezoomt haben, ja, jetzt fällt mir es wieder ein, und wollen jetzt im Prinzip diesen Zoom nicht verändern, weil es halt nicht gesperrt ist, ja, ihr, normalerweise, wenn Sie jetzt das Ansichtsfenster nicht gesperrt haben und Sie machen jetzt hier einen Zoom, um meinetwegen jetzt mit Doppelklick wieder rauszukommen, dann würden Sie den Maßstab quasi verändern. Und wenn Sie das nicht wollen, dann können Sie das hier umschalten. Ja, das ist die Konstellation, wo das halt praktisch ist, dieses Umschalten. Weil, wie gesagt, wenn ein Ansichtsfenster nicht gesperrt ist und Sie zoomen hier, dann ändern Sie hier, sehen Sie das hier unten, den Maßstab, ja, und ich müsste allerdings jetzt so, ich komme also jetzt hier nicht mehr raus. Sehen Sie das? Ich habe jetzt hier, gut, ich könnte das Ansichtsfenster sperren und dann hier das so machen, aber wenn ich das nicht will, ja, dann kann ich das dann auch, wenn ich jetzt hier so reingezoomt habe, kann ich den Maßstab jetzt hier so lassen, einfach hier unten umschalten und dann bin ich auch draußen. Okay, so viel zu diesen Hilfsmitteln.